Die wichtigsten Themen sind auf die Weise eigentlich mit dem Tauben. Und was inzwischen auch ganz gut funktioniert, ist, wir haben die Flasche an der Stelle eigentlich genau fast unter, wo sie gar nicht auffällt. Ja. Ja, aber das stehen wir auch durch. Das haben wir eigentlich in den meisten Projekten gewonnen, die Ecke. Jetzt hier erst die Trinkteile. Eins haben wir schon mal reinigen lassen. Da können wir uns die Situation ein bisschen besser vorstellen. Ja, also die lässt sich an diese Fläche an den Ende. Thank you.
Und Paldao, diese Holzart, ist halt, lebt halt davon, dass wir hier eine horizontale Ausrichtung haben. Mhm. Das passt halt wirklich auch zur Bauteige. Die Besonderheit, das sieht man ja auch hier, die Offenporigkeit in der Oberfläche, relativ schwierig zu erreichen. Direkt rein und haben dann einfach auch eine perfekte Abstimmung zwischen. Zu kurz, das kann man ungefähr so machen. So. Das ist Räder. Das, ne? Hast du das jetzt hier schon mal ausgezählt? Ja, genau. Und ich würde halt hier auch gerne so eine Phasedruck ziehen. Auch einfach in der Mitte rein, so ein bisschen einbetten. Dann haben wir dann irgendwie ein sauberes Bild ergeben. Und das passt jetzt hier schon so für dich? Also, ja, also so könnte ich es mir auch gut vorstellen. Okay, Abschluss. Ja. Ich kann vielleicht nochmal einfach den Schnitt beziehen, wo ich so vorstelle. Ja, also wichtig sind wir. Ja. Das ist auch super. Man sieht es ja auch, das ist auch mal wichtig, dass es der Fingerwechsel hier und dann wechseln wir auch. Das wird eigentlich selber so eingelöst. Ja, weil es jetzt hier schon mal umgesetzt, wenn du dir auch die Zahlen, die alten mal anguckst. Das war auf jeden Fall darauf achten, dass wir das gleich umrufen mit Zahlen. Und das Zahlen wieder zu wiederholen. Irgendwie repräsentativ. Das. Ja, da kommen wir immer wieder durch. Das ist gut, mal hier das nochmal auf von 2. Haben wir gelegt haben und dann eigentlich geguckt haben, wieso lädt das Kirche eigentlich, was ist jetzt eigentlich die Geschichte, die das. Da kommst du mit dem Hand, das berührst genau, du auch. Haptische Rückmeldung auch so, also sehr schön. Ja, ja, und die Dreidimensionalität, die ging letztendlich auch immer mehr im Exterior. Das ist eigentlich ein Rennsportthema, auch die Klau. So gut wird die hier auch für die Zukunft. Die sind nicht auf Google, das ist so blöd. Das Einzige sind die Spiele. Hier an der Rennung. Soweit. Gut gelaufen. Die Änderungen waren prima. Das Modell gut vorwärts gibt. Mal noch mal ein bisschen gucken. Okay.
Nö. Nö. Bitte mal noch vielleicht einen Tape legen, unten da, wo diese blaue jetzt. Ach, auf die blaue nochmal drauf? Ja. Nö. Und der Schnitt im Kotflügel, den könnte man dann auch noch. Ja, pass mal auf, ich mach mal. Ja, und da wird auch gesagt, wir können nicht alle immer einen geben und nicht was erklären, und das muss der einfach. Er ist einfach viel voller da drüben, als er hier ist. Das ist gut. Also wir müssen aufpassen, dass diese Flachstelle nicht da ist, sonst sieht es sehr eingefallen aus. Weil wir haben links und rechts eine schöne Anformung. Deshalb müssen wir gucken, dass die halt auch irgendwo ausläuft. Wenn du jetzt einfach das mal ein bisschen genau von flach nach oben wegrollst, dann sieht man, wie dieser 12 Uhr über dem Rad oder etwas nach vorne versetzt. Die Stelle müssen wir entschärfen. Ich denke, das haben wir sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Auch die Highlights hier rüber, über den Kotflügelbereich, laufen sehr schön straff. Ja, das Thema da in ist Highlights. Was. Und auch hier, aber das Hauptthema ist dieser Wechsel von konkav in konvex gekennzeichnet. Es ist zwangsläufig eine Flachstelle, aber ist es so gewollt? Wird bis zum Radienanlauf halt parallel laufen und dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir hier schon den Anlauf ein bisschen länger ziehen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Aber es kann auch noch modellbautechnisch sein, weil das der Bereich, das ist jetzt unsere Vorgabe, mussten wir die Fugu optisch aufmachen, Fahrzeug außen. Hier noch
dann kommt eine Naht. Gibt es ja noch die Differenzierung noch als dem Lederpad. Ansonsten dieser innere Bereich und der äußere Bereich, da wird das war das Thema Dachse gerne. Da sind wir radienmäßig an der Grenze hier bei dem. Richtig, und auch hier um die Schraubkalotte sind wir hier enger. Ja, ja, leichte Radien drauf. Und hier sind es halt richtig ist, große. Ist das Radien. Ziel, dass die Bereiche überfräst werden? Nein. Mhm. Nichts sagen, ist in Ordnung.
Leichnam durch mit der Bremsbelüfter? Ja. Ja, du, wir hatten doch hier über die Rücktaloptimierung gesprochen, wo wir auch lange mit Styling diskutiert haben und hatten da wirklich jetzt eine gute Form bekommen. Kannst du genau in der Ebene nochmal einen Setschnitt jetzt durch das Modell durchnehmen? Wo ist der Rechnung vom 92 im neuen Winkel? Und wo genau möchtest du denn hinschauen? Ja, ich möchte mal schneiden. Okay, dann machen wir mal schnell einen. Wenn man, kannst du hier schnell was wechseln? Ich kann alles wechseln. Und wo genau möchtest du denn hinschauen? Ja, ich möchte mal schneiden. Jetzt irgendein Lied aus der Playlist, der jetzt auf SWR kommt. Playlist bei Radiosender machst. Genau, ja, das ist das Ding. Kommt jetzt ein Lied, was ich wahrscheinlich hören wollen würde. Tune switcht automatisch zu dem Sender, der als nächstes irgendein Titel aus dieser Playlist spielt. Genau, ja. Das kannst du mit. Das kommt in der Radio. Stimmt, ja, richtig. Aber stehen haben musst oder überall Antennen haben musst, wo die. Ja, genau. Oder wenn du zwischen Senden willst. Die Verschiedene interessant, weil da ist zum Beispiel auch, du bist auch nicht. Erstmal ein MVP bauen für Deutschland oder du sprichst sie an, sagst, ey, ihr dürft mitmachen, machst ein Programm. Spielt und dann siehst du die Historie. Ist das so? Da hätte ich jetzt gerne von euch, dass ihr mal die positiven und die negativen vor. Also, wir haben ja Retro, ne? Seit Donnerstag, seit Mittwoch, letzte Woche. Ja, genau. Verdecksten mit dem Stift, genau, zack, und sehr gut. Herzlich willkommen zu unserem Daily Backlog bezüglich Kollokation. Wir haben jetzt einen Raum für unseren Sprintwechsel. Und ich würde jetzt einfach mit den Favorites anfangen und sie in danke. Dos haben wir hier noch die Control Bar und wir machen dann das Transfer dazu, weil das ja hier darunter gehört. Die Porsche Connected, das passt. Die Hardware für den Load Balancer dann aufzusetzen. Und der Start entsprechend. Sollten die Testcases aus dem letzten Sprint Review werden, da werde ich. Das machen wir mal. Fahre mich zum Brandenburger Tor.
Mir ist warm. Es wird gleich kühler. Sagt in dem Dings hier stellen wir nichts um. Okay. Und dann I'm teared up. I've got to see my way around. And dig your grave. Little girl, you think you're so smart.
Die Überlegenheit des High-End-Surround-Sound-Systems resultiert aus zahllosen Details. Und einem Ziel, den perfekten Klang. Es verwandelt Schallwellen in einzigartige Sinnesreize und Musik in ein exklusives Klang. Da jetzt nichts gesehen. Thank you.
Hier noch ein goldener Löffel zum Mond. Dankeschön. Wenn wir jetzt so im OEM Booking fahren, dann war das. Wir haben jetzt hier den Durchmesser in dem Vorstufenlager angepasst und dann sehen wir, dass die Hartkennung, eine Zugstufe und eine Druckspur entsprechend hochgekommen sind. Mit dem würde ich jetzt das Auto gehen. Alles klar, so probieren wir es mal aus. Sieht gut aus, super. Gut, wir haben jetzt das Lager in den Vorstufenventil ausgetauscht und dementsprechend kommt die Hartkennung, eine Zugstufe und eine Druckstufe. Okay, alles klar, kann man sehen, wie auseinander. Ja, überschwenken.
Der Hauptstraße der 955 Richtung Norden weiter.
Erklär mir kurz, was ist hier? Wir haben ein Management. Schreib was. Fast hat das Salzburg auch noch. Da stand der auch schon beim Parker, oder? Nee, wir haben beim Parker eingeschickt, dass man das in dem Auto als Beobachtung auf und auch gleich. To the hole, so it's quite interesting. Thank you.
this car. But basically,